TTT, die Technik-Top-Tipps mit Sven und Mike, damit Ihre Technik immer tipptopp bleibt. Was will er denn jetzt? Was schimpft er denn schon wieder rum? Was soll denn das? Was denn? Was machst du da? Ich soll doch die AB-Linie einstellen, hast du gesagt. Ich dachte, du solltest Vorgewende drehen. Aber so schief und krumm, absteigen. Ich mache das. Absteigen. Jetzt. Los, runter. Ich zeige dir, wie das geht. So, jetzt komm mit hoch. Zeige ich dir, wie man eine AB-Linie aufnimmt. Hier haben wir das Lenksystem. Wir machen das erstmal groß. Drücken auf neue Spur erstellen, wollen eine AB-Linie machen. Jetzt fahren wir zum Ende hin, setzen den A-Punkt, fahren los. Setzen den B-Punkt oder fahren bis zum Ende. Jetzt will er die neue Spur, die speichern wir ihm ab. Und schon haben wir die AB-Linie. So. Aktivieren die Lenkung und jetzt geht's auch gerade. Von alleine. Von alleine. Ich muss nicht mehr lenken, nix. Gar nichts. Können jetzt einmal rauslenken, aktivieren wieder die Lenkung und er sucht sich die Spur und fährt geradeaus weiter und ich mache nichts. Das geht bei jeder Maschine? Bei jedem Feld, bei jedem MF? Bei allen Maschinen mit Lenksystem. Das ist ja geil. Ja. So Mike, und jetzt zeige ich dir das nochmal, wie das beim dicken Muffy geht. Um lenken zu können, müssen wir einmal diesen Knopf drücken mit Auto. Darüber symbolisieren wir, dass wir zulassen, dass dem Trecker auch wer anders lenken darf, außer der Fahrer. Dann drücken wir das Burger-Menü, gehen dann auf die Symbolik des Lenksystems, dann die Taste für die Karte, sind jetzt in dem Lenksystem drin. Um das Lenken jetzt zu aktivieren, drücken wir die Go-Taste. Ich kann dann hier einstellen, meine Arbeitsbreite, welche Spurlinie oder welchen Spurlinienabstand das Lenksystem einmalen soll. Wir haben jetzt ein 3-Meter-Gerät, wollen irgendwo auf 3 Meter arbeiten. Also geben wir hier 3,0 ein, bestätigen das mit OK. Dann kommt der nächste Schritt. Er fragt mich jetzt nach dem Modus. Welchen Modus wollen wir fahren? Wir wollen parallel fahren, drücken dann mit OK und kommen dann in die Karte. Jetzt fahren wir an die Feldgrenze oder zu dem Punkt, wo wir den A-Punkt setzen wollen. Den setzen wir hier. Jetzt müssen wir mindestens 10 Meter weiter fahren, um den B-Punkt zu setzen. Das Display fängt an oder der Schlepper fängt an, die Meter zu zählen. Und dann nach 10 Metern kann ich den B-Punkt setzen. Das machen wir jetzt auch mal. Setzen den B-Punkt und die Linien, die ihr einmalt, sind 3 Meter auseinander. Um die Lenkung jetzt noch zu aktivieren, dass der Schlepper lenkt, benötigt es nur einen Druck dieser Taste. Das mache ich. Ein akustisches Signal kommt und die Symbolik springt hier oben um auf grün. Das heißt, der Trecker wird jetzt gelenkt. Er justiert sich eben ein, hat die Spur gefunden und fährt jetzt spurlinientreu das Feld entlang. Du musst nichts mehr machen. Nichts mehr machen. Außer wenn ich jetzt eingreife und der Schlepper ist dadurch neben der Spur, so wie du manchmal, kann ich ihn wieder auf den richtigen Weg bringen. Einfach wieder durch Aktivieren der Taste sucht er sich die jeweilige Spur und er hat die Spur wieder. Jetzt sind wir bei Spurlinie 2 und wir fahren 0,02 Meter neben der Spur und der Schlepper fährt parallel. Das ist ja geil und einfach. Genau, das ist ähnlich wie es bei der Schwestermarke ist, dennoch ein bisschen anders, aber so funktioniert es beim dicken Muffy.